Willkommen zurück bei Silent Hill Downpour. So, wir sind jetzt im Haus und müssen den Leuten ihre Wertsachen wieder zurückbringen, die uns, also die der böse Dieb da vom Haus gestohlen hat. Ist eine kleine Nebenquest. Ja. Gemälde? Okay. Oh mein Gott. Was sind das hier? So, irgendwas muss ich da auch zurückgeben, ich weiß nicht mehr was. So, eine Kriegsmedaille, würde ich sagen, den Geräuschen nach zu urteilen. Da freuen sie sich. So, kann ich das Gemälde hier auch nehmen? Nein. Ich weiß nicht, für was das Gemälde war. So, habe ich hier noch irgendwas? Ich habe hier noch ein Medaillon. Der Schaukelstuhl hat auch aufgehört, sich zu bewegen. Wie schön. So, ich bräuchte hier dringend aber nochmal einen Verbandskasten zur Sicherheit. Würde ich fast schon sagen. So, hier ist aber nichts mehr, oder? Aber die Quest habe ich auch nicht abgeschlossen. Oh, was ist denn das hier? Briefe? Da hat wohl jemand die Briefe nicht abgeholt. You scared the hell out of me. Definitely not what I intended. Still in town, I see. Just haven't found a way out. Nein, ich will nicht raus. Ich will noch mal rein. Yeah. Then what? Well, let's just say I could finally put this damn bag down for starters. Man, cut the bullshit. What is this place? Can't say I understand the question. This is a busy town. Do you think these letters deliver themselves? Whatever. Can you at least tell me? Tja, wenn keine Menschen hier sind, wozu dann die Briefe austragen? Nötige Arbeit. Dedications to me. Oh sure. That'd be the tall building in the center of town. Big old monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. Oh. What in the world you do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Tell you the truth, I got no idea. Son, in my experience, when someone's that angry, it ain't a mistake. It's personal. Tja, wenn ich nichts weiß, dann kann ich ihm auch nichts sagen. So ist es nämlich. Wie soll ich wissen, warum die sauer auf mich ist? Im Ernst jetzt. Finde einen Weg zum Radiosender. Ja, aber ich muss doch mal noch meine Quest fertig machen, Leute. So geht das nicht. Ja, habe ich doch noch die Quest, oder? Mist! Die Quest ist weg! Leute, das geht so nicht. Bring die gestohlenen Gegenstände zurück. Nein, ich möchte es weitermachen, ehrlich gesagt. Ich möchte schon weitermachen. Wir haben hier immerhin noch einen Wertgegenstand, den wir hier zurückbringen müssen. Sollten wir dann eigentlich auch tun. Was ist denn da schon wieder? Aber das habe ich doch schon zurückgebracht, oder? Also irgendwo fehlt noch was. Und zwar genau dieses Medaillon.
Ich weiß nicht, wo ich das hinbringen muss. So, ich werde nochmal alles abgehen hier. So, unten ist ja nichts mehr. Okay. Aber ich höre doch was. Ich höre doch was. Hier vielleicht. Ja. Komm, Schnucki, ich bring dir dein Medaillon zurück. Wenn das hier war. Nö, das war hier nicht, von da bin ich gekommen. Aber hier weint doch jemand. Bitte, schaut euch den Radio ab. Radio, also wirklich. Aber hier weint doch noch jemand, also muss hier noch irgendwo das Medaillon fehlen. Auf jeden Fall. Nur wo? Ist die Frage. So, das war das Zimmer. Aber in dem Zimmer, von dem wir gekommen sind, hat jemand geweint. Also schätze ich mal, da muss ich das Medaillon hinbringen, nur ich habe nichts gefunden. Hier weint jemand. Vielleicht bin ich da richtig. Nee, da war ich schon. Ja, ich würde gerne helfen, aber... Wie, wo um alles in der Welt bist du? So, das war doch das Zimmer vom Dieb, oder? Ja. Willst du ein Medaillon? Nö. Das ist ja schon geklaut. Ja, keine Ahnung, Leute, im Ernst jetzt, ich... Ich weiß, hier fehlt noch ein Teil. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das hinbringen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich bin ja schon sämtliche Räume abgegangen. Von da bin ich gekommen. Komisch, komisch, komisch. Ist das schon. Keine Ahnung, Leute. So, Leute, ich werde mal kurz in den Lösungen nachsehen. Wenn ihr kurz wartet. Ich habe echt keinen Plan, wo das Medaillon hingehört. So könnte ein bisschen dauern. Mein Internet ist gerade ein bisschen lahm durch die Aufnahme. Und dann auch noch Internet. Nö, das packt er nicht. Das packt er nicht. So. So, ich muss erst die Seite aufmachen. Ich habe sie nebenbei nämlich nicht offen. Falls ihr das glaubt. Um zu schauen, wo denn jetzt das Medaillon sein soll. Moment, ich lese nur. Ich lese nur, ja? Ja, wie heißt denn jetzt das Rätsel? Wie heißt denn jetzt das Rätsel? Verzeihung. Bring die gestohlenen Gegenstände ihren rechtmäßigen Besitzern wieder. Ja. Das ist alles schön und gut, aber hier in den Lösungen steht das nicht. Augenblick.
Bring die gestohlenen Gegenstände zurück. So, nächstes Mal werde ich die Internetseite vielleicht abspeichern. So, jetzt hat sich alles aufgehängt. Na toll. So, da haben wir es schon. Moment, 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 Moment. Lene, stellt euch davor, verlasst die Wohnung des Diebes und geht in die Wohnung gegenüber. In der Küche findet ihr ein Etui. Okay, wo war die Diebeswohnung jetzt nochmal? War das jetzt dieser hier? Nein, das war die Diebeswohnung, oder? Nö, das war die Kinderwohnung. Wo war denn jetzt die Diebeswohnung wieder? Ich glaube oben, oder? Ein Etui in der Küche, das habe ich doch beim besten Willen nicht gesehen vorher. Okay, das heißt, das müsste die Diebeswohnung sein. Yep. Das heißt, gegenüber ist dann hier. Dann war ich schon richtig. Und wo ist das Etui? Hallo? Ach, hier! Ach, hier. Ach. Ach, du meine Güte. Habe ich gar nicht gesehen. So. Alle Aufgaben abgeschlossen, Leute. Das heißt, wir können uns jetzt wieder unserer Stadt, also nicht unserer Stadt, also der Stadt Silent Hill widmen und rausgehen. Wenn man denn rausfindet. Okay. Tschüss. Aber einen Erste-Hilfe-Kasten hatten die ja auch nicht. So, okay. Und jetzt? jetzt kenne ich mich so viel aus wie vorher. Oh. Ich gehe mal wieder. So, ich glaube, von da bin ich gekommen. Ich glaube, da brauche ich gar nicht hin, oder? War denn das hier? Okay, nur ein Stein. Es war nur ein Stein, Murphy. Nur ein Stein. So eine Sandkiste. Hey, eine Karte. Schön. 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 So, das heißt, wir müssen jetzt dann zum Centennial Building. Und hier... Oder sind wir gerade von hier gekommen? Hä? So, was hat der Typ jetzt gesagt, wo wir hin müssen eigentlich? Keinen blassen Schimmer mehr, oder? Egal. Gut. Ich glaube, hier sind wir dann schon richtig... Denke ich mir mal. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tschüss. Nee, sicher kämpfe ich nicht mit dir. Nein! Ich will nicht mit dir kämpfen. Wieso lag denn das auch so? Ich will nicht mit dir kämpfen. So, irgendwie müssen wir hier doch zur Polizeiwache oder zum Rathaus oder irgend so etwas, haben die gesagt, oder? Der verfolgt mich. Wieso verfolgt er mich? Leute, das geht nicht. Im Ernst jetzt. Wieso verfolgt er mich, wenn ich laufe? Oh mein Gott, wieso läuft der mir denn nach? Das gibt's ja doch nicht, oder? Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlauf. Im Ernst, Leute, das könnt ihr nicht machen. Oh mein Gott, der läuft mir hier nach, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Leute! Ich weiß nicht, wo ich hingehe.
Scheiße! Ist er weg? Ich glaube, er ist weg, oder? Murphy, mach doch bitte die Tür zu. Merk dir eins, mach immer die Türen zu. Mach doch einfach mal die Tür zu. So, irgendeine Nachricht haben wir hier bekommen. Und zwar... Nachricht? Fliehe Silent Hill. Irgendwas habe ich doch hier bekommen, oder? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Oh oh. Kampf oder Flucht? Das ist hier die Frage. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me? Hey, Murphy! I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. Die netten Wachbeamten. Ja. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah. You stole a police cruiser and let him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief. Okay. Dürften wir hier im Polizeirevier sein, nehme ich mal an. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Ja, was ladest denn du so lange schon wieder? Ach, Leute, ich werde die Aufnahme jetzt beenden. Achso, okay, es ist sie schon. Okay, was ist denn das hier, was ich hier bekommen habe überhaupt? Moment, das lesen wir noch schnell. So, von Bewährungsausschuss an Glenn Milton, betreff Häftling Pendleton Murphy, Bewährungsstatus. Hiermit wird die Genehmigung für das Inkrafttreten der Bewährung für den Häftling Murphy Pendleton, 273a, erteilt, geltend ab dem 26. Juni. Herr Pendleton erfüllt alle Qualifikationen für eine vorzeitige Entlassung und ist in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Häftling. Er ist bereit und imstande, den Übergang von Häftling zu Bürger zu meistern. Des Weiteren stellt er unserer Meinung nach keine körperliche Bedrohung, Gefahr für die Allgemeinheit dar, da auch seine Straftat nicht gewalttätiger Natur war. Bei Fragen oder Problemen, bitte kontaktieren Sie uns, unser Büro. Hochachtungsvoll. Okay. Gut, ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, werde ich aber, wie gesagt, jetzt einen Cut machen und im nächsten Part erfahren wir dann, wie es im Polizeirevier weitergeht und ob wir hier überhaupt im Polizeirevier sind. Gut, dann bis zum nächsten Part. Bis dann.